Ziegler. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Inneren und nach außen. In Zeiten der Europäischen Union bezieht dies eben nicht nur unsere europäischen Nachbarn mit ein, sondern vor allem auch die Nachbarn unseres Europas. Unser Antrag ist auch Ausdruck dieses viel zitierten Satzes aus Willy Brandts Regierungserklärung 1969. Und deshalb ist sozusagen Ihre Sichtweise auf den Mittelmeerraum eine ganz andere als die unsere, liebe AfD. Die nordafrikanischen Staaten sind Nachbarn unseres Europas und somit wichtige Partner in sicherheitspolitischen, auch in wirtschaftlichen und auch in außenpolitischen Fragen. Es liegt im gegenseitigen, aber eben auch in unserem deutschen strategischen Interesse, diese Kooperation weiter auszubauen. Und dafür tragen wir hier im Parlament eine sehr große Verantwortung. Die aufeinandertreffenden verschiedenen Kulturen und Religionen, ebenso wie die gesellschaftlichen Ungleichgewichte in der Region, beherbergen aber eben auch Konflikte, die bis nach Europa reichen. Das wissen wir alle. Neben dem Verbindenden kennzeichnet den Mittelmeerraum eben auch sehr viel Trennendes. Wohlstand gegenüber Armut, staatliche Stabilität gegenüber Fragilität, Rechtssicherheit versus Rechtsunsicherheit sowie Staaten zwischen Demokratie und Diktatur, religiösem Fundamentalismus und Nationalismus. Da hilft die Eisenbahnstrecke wenig. Schlechte Regierungsführung, politische Krisen und fundamentalistische Gewalt stehen Menschenrechten, individuellen Freiheiten, Demokratisierung und wirtschaftlichem Aufstieg entgegen. Während beispielsweise Tunesien es mit großen Abstrichen in Bezug auf Menschenrechte es schafft, sich immer weiterzuentwickeln, werden Staaten wie Libyen immer instabiler. Und um genau dem entgegenzutreten, gilt es, den Zusammenhalt innerhalb der Region zu fördern, den Blick auf gemeinsame Interessen zu richten und den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zu intensivieren, im Übrigen auch zwischen Parlamentariern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe muss es sein, die Region bei ihrer politischen, demokratischen und rechtsstaatlichen Entwicklung langfristig durch strukturelle Reformmaßnahmen zu unterstützen, die Einhaltung der Menschenrechte vor Ort ohne Wenn und Aber zu erreichen, die Region wirtschaftlich zu stärken und als verlässlichen Partner Europas gewinnen. Und genau das Werkzeug, um an diesen Zielen weiterzuarbeiten, ist in unserem Antrag niedergelegt. Auch da möchte ich mich bedanken bei unserem Koalitionspartner, dass das sehr gut gelungen ist. Die Koalitionsfraktionen fordern eben deshalb die Bundesregierung unter anderem auf, die in den Verhandlungen der Europäischen Union mit den südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers anliegenden Länder zu vertieften, umfassenden Handelsabkommen zu bewegen, die verbindliche soziale, menschenrechtliche und auch ökologische Standards ebenso wie konkrete Beschwerde, Überprüfungs- und Reaktionsmechanismen enthalten. Und die und für Herrn Rabe explizit und für uns alle, glaube ich, ganz wichtig, die Aussage, dass die Handelsabkommen die wirtschaftliche Stabilisierung und nachhaltige Entwicklung der Region fördern müssen und eben auch da insbesondere auf die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen geachtet werden muss. Zweitens sind alle Vorhaben dahingehend zu überprüfen, ob sie geeignet sind, vor allem junge Menschen in angemessene Beschäftigung zu bringen, um nachhaltige Lebensperspektiven tiefen vor Ort zu bieten. Und es geht eben nicht um eine Europäisierung von Afrika. Und drittens, auf eine Verbesserung der menschenrechtlichen Lage hinzuwirken. Vor allem damit wird ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung und zur Konfliktprävention in der Region geleistet, besonders die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, die Pressefreiheit und die Umsetzung demokratischer Beteiligungsformen sind von zentraler Bedeutung. Und auch hier, muss ich sagen, ist der Austausch zwischen den Parlamenten, zwischen Kommunalpolitikern, Landespolitikern und eben auch Regierungsvertretern so wichtig, dass wir da auch Einfluss nehmen im guten Sinne. Bei allen Verhandlungen muss darauf hingewirkt werden, dass die zunehmende Einschränkung der Arbeit der deutschen politischen Stiftungen in einigen Ländern Nordafrikas beendet werden muss. Das ist etwas, worauf wir bestehen sollten für die künftige Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten. Ist das sehr, sehr elementar.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bitte um Zustimmung und dann auch diese vielen Maßnahmen, die wir beschlossen haben, denn es sind sehr viele Maßnahmen, dass die Bundesregierung dies zum Anlass nimmt, sie auch tatsächlich schnellstmöglich in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ziegler. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Zillmann.